Warum der Goldpreis deutlich höher liegt, das habe nicht ich gesagt, sondern Ed Moy, das ist der ehemalige Direktor der US Mint. Die US Mint dürfte vielen von Ihnen ein Begriff sein, nämlich ist sie der größte Hersteller von Münzen und Barren in den Vereinigten Staaten. Der American Eagle ist das Prestigeobjekt, das ist das Pendant zum Krügerrand. Und ja, genau dieser Herr, der ja eigentlich seit Jahrzehnten Erfahrung in dem Segment hat, spricht genau das an und streut hier Salz in die Wunde, was auch Dimitri Speck bereits 2010 erklärt hat. Und zwar sagt er in seinem Buch Die geheime Goldpolitik, warum der Goldpreis von den Zentralbanken gelenkt wird. Wir werden das Buch mal entsprechend unter dem Video verlinken, sehr lesenswert, auch heute noch. Da hat er nämlich bewiesen, dass die Goldpreise manipuliert sind. Heute möchten wir aber gar nicht so tief auf die Manipulation, sondern darauf hinaus, wo der Goldpreis liegen müsste, wo er zeitnah liegen wird und was die Gründe dafür sind. Mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle. Ich freue mich, Sie hier begrüßen zu dürfen und wir schauen uns jetzt mal an, was aktuell Stand der Dinge am Markt ist. Wer so ein bisschen den Rohstoffsektor, also nicht nur Gold und Silber, sondern die gesamte Breite in den letzten Wochen und Monaten analysiert hat, der hat festgestellt, wir hatten in den letzten 5 Monaten im Holz, also auch einen Rohstoff, knapp 100% Preissteigerung. Auch im Stahlsektor beginnt bereits diese Preissteigerung und es laufen mittlerweile große Wetten auch auf Kaffee. Und Europa ist ja der größte Kaffeeabnehmer und Kaffeekonsument der Welt. Das wissen viele nicht, aber tatsächlich ist es so, dass Europa ein sehr wichtiger Markt für die Kaffeeindustrie ist. Wenn man sich jetzt aber anschaut, dass im Zuge der Pandemie die Nachfrage massiv gesunken ist, nicht nur nach Kaffee, sondern in allen Bereichen, aber das Angebot natürlich dann auch entsprechend gesunken ist. Und wenn jetzt die Nachfrage massiv steigt, aber das Angebot nicht zeitgleich nachkommt, dann passiert eines, nämlich richtig, die Inflation kommt. Und die Inflation ist natürlich nicht das einzige Argument, warum der Goldpreis wesentlich höher liegen müsste und höher liegen wird in naher Zeit, sondern, und das erkennt man im Übrigen auch daran, dass die Zentralbanken kaufen und sich massiv mit Gold eindecken. Auch darüber haben wir ein Video gemacht, das ich hier an der Stelle mal einblenden möchte. Es lohnt sich sehr, warum die Zentralbanken momentan Gold kaufen, wenn sie hier ein bisschen tiefer einsteigen möchten. Es spielt vor allem dafür, dass in den letzten 8 bis 12 Monaten vor allem die Realzinsen wieder leicht angestiegen sind, was dafür gesorgt hat, dass wir nach dem Hoch von knapp 2070 US-Dollar erstmal wieder einen Rücksetzer gesehen haben, wo ja alle schon mit der unendlichen Rallye in Richtung 10.000 Dollar gerechnet haben. Und dass diese nicht kommen konnte, war klar, denn in jedem Aufwärtstrend muss es auch Korrekturen und Rücksetzer geben. Aber bei 1.700 Dollar haben wir hier einen Boden gemacht. Und momentan ist es eben so, dass viele Menschen nicht verstehen, warum der reale Goldpreis deutlich höher sein müsste, als er jetzt schon ist. Es fragen sich zwar viele, aber die Verständnisse oder die Hintergrundinformationen dafür fehlen. Und die Antwort ist recht einfach. Es ist nämlich so, dass durch die Realzinsen, die in der letzten Zeit wieder gestiegen sind, die Erwartung auf Gold gefallen ist. Das heißt, die Menschen sind sozusagen aus diesem Grund in Aktien, in ETFs und in andere Anlageklassen geflüchtet, wo größere Renditeerwartungen sind. Nur ETFs werden ihnen in der Krise nicht helfen. Und ich kann Ihnen an der Stelle auch nur ganz klar sagen, in der Krise geht es darum, dass Sie einen sicheren Hafen besitzen, wo Ihre Kaufkraft erhalten wird. Und auch wenn der Goldpreis dann auf 5.000 oder vielleicht 10.000 Dollar steigen sollte, ist es wichtig, dass Sie Ihr Gold halten bis zu einer neuen Währung oder einer Währungsreform, bis wir wieder ein stabiles System haben, mit dem Sie dann auch Gold in die neuen Währungen tauschen können, um damit dann liquide und schnell zu bezahlen. Jetzt schauen wir uns aber mal an, was dafür spricht, dass der Goldpreis deutlich höher sein müsste. Zum einen haben Sie beobachtet, dass in den letzten 12 Monaten die Aufgelder massiv gestiegen sind. Das bedeutet, der reine Rohstoffpreis im Unterschied zu dem Produktpreis, für das Sie am Ende dann auch bezahlen, wenn Sie Gold oder Silber in physischer Form bestellen, ist immer weiter auseinandergegangen. Das liegt daran, dass die Nachfrage bei den Herstellern ununterbrochen hoch ist, dass auch hier schon Engpässe entstehen und dass es ein Rohstoff ist, der nicht unlimitiert aus der Erde geholt werden kann. Wenn aber die Inflationstendenzen jetzt stärker anziehen und der US-Dollar-Preis ist ja der bestimmende Faktor für den Goldpreis, dann werden zum einen die Goldpreise sprungartig in die Höhe schnellen, genauso wie der Silberpreis, sogar noch in einem deutlich höheren Verhältnis. Und zeitgleich werden Massen an Menschen wieder einen sicheren Hafen suchen und aus den Assetklassen abspringen, wie den Aktien und beispielsweise ja auch dem Immobiliensektor, wo man mittlerweile Höhepunkte erreicht haben. Und genau das wird der Moment sein, in dem die Rohstoffe auch im Gold und im Silber, gerade im Edelmetallbereich, knapp werden. Und dann haben wir deutlich höhere Goldpreise als die, die wir jetzt sehen und auch schon sehen müssten.
Der reale Goldpreis nach Inflation, wenn wir nur mal die 13% oder aus dem letzten Jahr knapp 13,7% zur Grundlage legen, nämlich das, was wir an realer Inflation in Deutschland hatten, das berechnet man ganz einfach, indem man die Geldmengenentwertung durch das Wirtschaftswachstum teilt. Und dann versteht man auch, dass die Inflation nicht bei 2 oder 3% ist, nämlich das, was uns die Politik vorgaukelt, sondern deutlich höher. Und genau an diesem Punkt erkennen Sie auch, dass wir eigentlich mindestens 13% Steigerung im Goldpreis haben müssten, denn der Goldpreis ist der Gegenhebel zur Papiergeldmenge. Und die Papiergeldmenge wurde exponentiell ausgeweitet und wird immer stärker und schneller ausgeweitet, um das System am Laufen zu halten. Denn mit der Nullzinspolitik muss die Zentralbank und müssen die Notenbanken immer mehr Geld in den Markt geben, damit das System noch möglichst lange am Leben gehalten wird. Ein weiterer Trigger wird die riesige Insolvenzwelle sein, die dazukommt. Und genau diese Faktoren in Kombination sind einzigartig und könnten unser Chefanalyst, der Benjamin Deutsch, drückt es immer so schön aus, einen Generationen-Crash auslösen, der wiederum riesige Chancen birgt, wenn Sie in Gold und Silber investiert sind und erkennen, dass Sie momentan einen günstigen Einstieg erwischen. Nach dem Drei-Speichen-Prinzip ist unserer Meinung nach die Edelmetallspeicher momentan ganz im Keller im Vergleich zu Immobilien und auch zu Aktien, die in naher Zukunft dann auch wieder fallende Preise zeigen dürften, wenn sich die Marktsituation dem anpassen, was jetzt als neues Leben zu erwarten ist. Wenn Sie sich dafür interessieren, wie der Goldpreis manipuliert wird, haben wir hier ein sehr spannendes Video gemacht. Da haben wir auch intensiv darüber gesprochen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn Sie kürzere Informationen haben möchten, wenn Sie auch unseren Zweitkanal abonnieren. Dort haben wir Informationen meistens in der 60-Sekunden-Version. Somit können Sie sich schnell mit kleinen Happen informieren und immer auf dem Laufenden bleiben. Lassen Sie uns gerne auch hier ein Abo da. Bis bald, machen Sie es gut und tschüss.